So, Freunde der Spielkultur, wir starten mit War Tales heute. Ich hoffe, ich überlebe lange genug in diesem Open-World-RPG, was seit heute im Early Access ist, um, ja, genug zu zeigen. Wir haben auf jeden Fall 4 Stunden vor uns in etwa, die wir reingucken werden. Ich hoffe, ich werde die ganze Zeit mit der einen Partie dran sein und nicht einmal komplett sterben, wodurch ich dann neu anfangen müsste. Das Ganze kommt natürlich auch auf YouTube wieder. Fragen könnt ihr gerne zwischendurch im Chat stellen. Ich werde sie dann versuchen zu beantworten, soweit es mir möglich ist bis jetzt. Und wir starten ein neues Spiel. Man wird übrigens, ich erwähne es hier nochmal, ich habe ja auch ein Angespielt gemacht schon. Es geht ein bisschen in die Richtung, wie Battle Brothers funktioniert, außer dass du hier feste Karten hast, die eigene Geschichten erzählen, also gewisse Abenteuer drin versteckt sind. Aber du hast halt diese Dynamik, dass du mit einem Söldnertrupp rumrennst und relativ offen bist in der Welt. Also du kannst halt böse handeln, du kannst halt gut handeln. Oder irgendwie in Grauzonen sich bewegen, indem du halt Leute bestiehlst oder auch Leute tötest, die es vielleicht nicht verdient haben. Laut Gesellschaft, nicht Gewerkschaft, wie ich eigentlich gerade sagen wollte. Dementsprechend gibt es unterschiedliche Startbedingungen. Wir können erstmal unser Schicksal wählen, ob wir Banditen sind oder Jungbauern, die ein besseres Leben suchen. Ich werde aber auch hier Männer, die Händler ohne Arbeitgeber eskortieren. Das sind nicht Männer, die auf Ziegen starren. Es ist quasi eine Mischung aus Battle Brothers und Mount & Blade. Das würde ich nicht so sagen, weil Mount & Blade ja auch ähnlich Battle Brothers ist. Nur mit einer anderen Dynamik, dass du eher zu einem König heranwächst in Mount & Blades und deine eigenen Ländereien verwaltest. Und das geht ja bei zum Beispiel Battle Brothers überhaupt nicht. Deserteure, die von einem brutalen Hauptmann fliehen. Dadurch sind meine Leute schon mal von Anfang an ein bisschen fitter, glaube ich. Der Verdacht plus 30 ist nicht schlimm, das nimmt wieder ab. Und ab 30 hast du noch nicht, dass dich irgendjemand sucht. Aber ich habe einfach schon mal einen Bonus auf den Gefährten, dass sie mehr Erfahrung haben. Und ein höheres Level bei Gefährten ist einfach schon mal eine gute Sache. So, weniger ermüden, sind gerissene Kämpfer, Verfassung um 10% erhöht. Verfassung ist übrigens HP, also Health Points oder Lebenspunkte. Den kritischen Schaden erhöhen, Rekrutierungskosten verringern. Aber wir machen, dass wir langsamer ermüdet sind. Mein Makel wird sein, nicht die Tragfähigkeit. Machen wir es, die Zufriedenheit um 1 geringer ist. Wir starten mit der Grafschaft Thiel drin, unabhängiger Start, Schwierigkeitsgrade normal und rein in die Welt. Jetzt kommt einmal kein Kontakt mehr, weil es rödelt. Sehr gut. Genug ist genug. Viel zu lange mussten sie die Schikane dieses schrecklichen Hauptmanns über sich ergehen lassen. Doch jetzt können eure Gefährten endlich ihre wohlverdiente Freiheit genießen. Allerdings sind Deserteure nirgends gern gesehen. Weder bei ihren einzigen Mitstreitern, noch bei den Einheimischen, die sie aus irgendeinem Grund als Verräter betrachten. Sie werden untertauchen müssen und dabei trotzdem irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen. Untertauchen, so ein Unsinn. Können aber direkt mal kurz gucken, ob nicht hier schon jemand ein Level-Up hat. Sieht aber nicht so aus. Holen wir uns erstmal das Eisen hier an den Seiten. Und dann kämpfen wir gegen die Ganoven. Die komischerweise jetzt Stufe 2 sind. Was komisch, weshalb ist das komisch? Weil ich beim, ich glaube beim Angespielt-Durchgang waren das Level 1 Ganoven, gegen die man gekämpft hat vor Ort. Das war ein bisschen anders. So, als erstes der Ganove gleich dran mit seinen Dolchen. Deshalb setzen wir den erstmal fest gegen unseren Ferrik.
Und setzt unseren Kollegen direkt auch dahinter und macht den Schwingangriff. Da ist schon mal seine Rüstung untergeschlagen. Grau, was oben drüber ist, ist Rüstung. Darunter wird die HP angezeigt. Rüstung kann repariert werden nach dem Kampf, auch bei den eigenen Truppen. Danke, Hund, du hast nasse Pfoten, also darf ich die Hose nachher auch wechseln. Wobei die HP sich ja auch wieder regeneriert. So, den Bogenschützen müssen wir auch einfach in den Nahkampf verwickeln, dann kann er nämlich nur mit seiner Faust gegen uns kämpfen. Dann ist er nämlich schon mal ausgehebelt. Und von hinten kriegt er noch einen Pfeil in den Rücken. So, diesmal ist es andersrum. Der Bogenschütze wird zuerst seinen Zug haben. Also versuchen wir den einfach zu töten. Aber ich glaube, der Schaden wird doch nicht reichen. Ich merke gerade, die haben den Sound ein bisschen angepasst. Boah, war der viel zu laut, jetzt ist er zu leise. Was am Anfang nicht wirklich stört, ist, dass so viele Gegner mit Gift arbeiten von Anfang an. Ja, Party hart. Und diesmal gar kein Loot für mich. Aber durch den EP-Bonus am Anfang sind die schon auf Level 2 aufgestiegen. Jeder Levelaufstieg, ich bin nicht 100% sicher, ob es gewürfelt wird, aber du kriegst halt die Möglichkeit, entweder etwas sehr stark zu steigern oder halt nur schwach zu steigern. Aber ich glaube, das würfeln die hier auch von Anfang an aus. Machen wir die Verfassung bei ihm ein bisschen besser, ist ein bisschen mehr HP. Jedes Mal, wenn ein Angriff mehrere Gegner trifft, das kommt sehr selten vor. Engage in Combat bedeutet, wenn der irgendwo nah dran ist, übrigens ist mir aufgefallen, dass heute mit dem heutigen Patch haben die Lokalisierung wieder ein bisschen weiter zerschossen. Jetzt sind zwar die Texte, die nicht übersetzt sind, im Englisch standardmäßig und nicht mehr in Französisch standardmäßig, weil der Entwickler ist ja Franzose, also Franzosen mehrere. Das kann man dann wenigstens besser verstehen als vorher, wenn Placeholder war, dass das dann halt Französisch war. Moment, jetzt ist es Englisch. Naja, egal. So, du kriegst... Du kriegst halt die Verteidigungshaltung. Du kannst gerne weitere Bewegungspunkte bekommen. Jedes Mal, wenn diese Einheit ihren Zug neben einem Gegner beendet, ohne in einen Kampf verwickelt zu sein, erhaltet plus 1. Aber es ist ja totaler Unsinn, weil du bist Bogenschütze. Du wirst nie neben jemand sein. Jedes Mal, wenn du eine feindliche Einheit tötest, neben einem Verbündeten ist auch schwierig, weil wenn ich neben einem Verbündeten mit einem Bogenschützen stehe, habe ich ja immer das Risiko, dass ich den Verbündeten treffe. Macht also auch nicht so viel Sinn. Also machen wir den tapferen Sieg. Jedes Mal, wenn du jemanden tötest, bekommst du. Wo ich einfach frage, ist es ein... Es müsste ein Talentpunkt sein für die Verwendung der Fähigkeit. Wenn ich das richtig interpretiere, weil es wird halt an der Stelle nicht erklärt, was dieser gelbe Punkt bedeutet. Es wird aber auf jeden Fall positiv sein. So, wir kommen bei den Stallungen an. Das ist eigentlich das, was jeder hier als allererstes trifft, wo man theoretisch
ein Hufeisen bekommen kann, um die Bewegungsgeschwindigkeit seiner Leute zu erhöhen um 5%. Das kostet erstmal 50 und ich werde das auch machen zum Start hin. Ich muss nur darauf spekulieren, dass nachher meine erste Quest nicht ganz so weit weg ist. Kann man die Leute da töten und ausrauben? Ach, die Leute hier vor Ort... glaube ich nicht. Du kannst sie aber bestehlen. Weil der hat halt hier ihre Kisten und du kannst halt das Stehen aktivieren. Das bringt aber Verdacht. Und wenn du Verdacht hast, wirst du irgendwann von den Wachen gesucht. Da musst du halt über diesen Schwellenwert kommen, der bei 65 ist in etwa. Und dann wirst du halt von den Wachen gesucht und musst halt weit von den Wegen entfernt sein. Obwohl, ich lasse es mit dem Hufeisen jetzt auch erstmal sein, weil die haben erstmal nichts für mich zu tun. Die wollen zwar gerne, dass ich einen Pony mitnehme, aber ich besitze schon einen Pony. Ich denke, dass dieser Abschnitt eigentlich dafür da war, dass du mit deinen Leuten losgehst und hier dein erstes Pony bekommst. Aber sie haben es halt nicht wieder umgeändert, also zurück umgeändert, weil du hast ja von Start an schon ein Pony, wo man übrigens hier die Hufe einsetzen könnte. Witzig ist auch, dass das Pony selbst eine Fertigkeit hat, um Schaden zuzufügen im Nahkampf, aber das Ding halt nie im Kampf ist. Oder es gibt vielleicht noch irgendeine Sache wie einen Hinterhalt oder so, wo das Pony halt dann letztendlich mitkämpft. Aber es war wohl einfach mal angedacht, dass das Pony eigentlich mit Teil wird von den Kämpfen. So, ab ins erste Dorf. Aller Anfang ist übrigens schwer, es kann auch schief gehen. Vor allem in hier im Spiel, weil halt der Schwierigkeitsgrad wird halt versucht ziemlich hoch zu halten. So, mit Informanten können wir schon mal reden. Der verkauft uns für Einfluss spezielle Quests. Beziehungsweise Aufträge, die man sonst vielleicht suchen müsste. Sind halt Tipps. Ich denke nicht, dass wir irgendwen rekrutieren können, weil dafür fehlen uns einfach 10 Münzen. Such die Arbeit. Unsere Aufgabe als Abgesandte ist es, dafür zu sorgen, dass alle Dienstsuchenden nachgekommen wird. Wir aktualisieren unsere Stellenangebote regelmäßig. Ja, und so müssen wir auch erstmal Geld machen. Banditen töten. Einfach. Im Osten. Deserteurebande. Im Südwesten. Natürlich beides nicht in der Nähe. Eine Rattenplage im Südosten. Ach, das mit Pandra-Bergwerk hätte ich auch machen können. In der Stadt gibt es natürlich auch noch andere Sachen. Im Rathaus kann man mit dem Bürgermeister ein bisschen schnacken. Der hat aber bis jetzt noch nichts für uns zu tun. Vor allem ist es eine Frau. Seid ihr etwa Söldner? Ihr sollt wissen, dass wir Flüchtlinge in dieser Gegend nicht gerne sehen. Warum fragt ihr? Weil sie unsere Wege schon überrannt haben und jetzt auch auf die Straße gehen. Edoran schickt uns alles, was zwar Beine und ein Maul hat, dafür aber kein Schwert halten kann. Ihr habt einiges an Arbeit vor euch. Es fehlt nicht an rechtschaffende Bürger, die Hilfe brauchen, um die Flüchtlingsbedrohung abzuwehren. Schmiedezeug habe ich noch. Wir müssen übrigens immer die Sachen mal mitnehmen, wie zum Beispiel hier, dass wir den Schmied bekommen. Dadurch können wir nämlich Berufe zuteilen und der Schmied bringt halt plus 1 Stärke zu den Charaktereigenschaften. Das sind natürlich erstmal nur Novizschmiede und du kannst halt in diesem Beruf auch aufleveln mit der Zeit. Aber erstmal macht man das nur, weil es einfach einen Vorteil bringt für gewisse Bereiche, wie zum Beispiel, dass dann hier kritische Treffer ist. Berufe kann man auch wieder wechseln. Dadurch verlieren wir zwar die Erfahrung in einem der Berufe, aber wir könnten auch hier Sachen produzieren und du schaltest natürlich später weitere Rezepte frei, um Waffen herzustellen. Deshalb ist das einfach wichtig. So, wenn wir stehen, einmal anklicken, schalten wir den Dieb frei. Der Dieb bringt plus 1 Geschicklichkeit. Dann bist du erstmal Dieb. Aber wir klauen jetzt nichts. Ich habe es nur angeklickt, damit ich den Beruf halt bekomme.
Die anderen Sachen sind erstmal egal. Genauso wie hier den Alchemisten freischalten. Da muss ich nochmal ganz kurz gucken. Der Alchemist bringt auch plus 1 Geschicklichkeit. Also kann der Dieb auch einfach Alchemist werden. Dafür sammelst du halt in der Welt die Kräuter ein oder machst halt durch Handstreumunition eine kleine Eisenkapsel gefüllt mit hochexplosiven Pulver. Medizin. Da müssen wir auch eine Fiole kaufen. Da Tränke selbst kaufen, schweineteuer ist. Medizin für 39. Dadurch werden halt permanente Wunden zum Beispiel geheilt. Kannst aber auch hier machen lassen. Richtig, man muss einmal klicken, um den Beruf zu erhalten, damit man die Intention hatte, zu klauen. Gibt hier oben übrigens dann, wenn Berufe irgendwas zu lernen haben, kannst du mal die Rezepte durchgucken und du kannst auch schon sehen, dass du eine gewisse Stufe dann brauchst. Zum Beispiel Alchemie-Lehrlinge, um was Höheres zu produzieren. Bei der Schmiede ist dasselbe. Also sammelst halt Wissenspunkte mit der Zeit, wodurch halt Baupläne freischalten kannst oder spezielle Fähigkeiten als Wissen für die Truppe. Ich glaube, ich mache dieses Mal nicht, dass ich Leichen fressen kann. Sondern werde die Herrschaften dazu bewegen, dass die schneller laufen auf der Weltkarte. Weil ich glaube, Tempo ist einfach der Schlüssel für alles. Oh, eine alte Leier. Und ein bisschen Stoff von Leuten, die halt hier verstorben sind. Hier oben ist übrigens eine Leiste der Ermüdung. Truppen müssen halt fit bleiben. Wir haben den ersten Fortschritt. Der Trupp nimmt täglich minus 1 Nahrung zu sich. Machen wir mal, wann kommen wir nicht 2 Tage mit dem Essen aus? Außenposten der Wache. Und hier sind sogar Leute. Dass wir hier draußen kampieren müssen und alles nur wegen so einem schweinsköpfigen Banditen. Dieser Bertram schreckt vor nichts zurück, um diese Tölpe zu terrorisieren. Aber wenn es darum geht, der Wache die Stirn zu bieten, sieht das schon ganz anders aus. Seht ihr die Höhle dort im Norden? Da hat er sich verkrochen. So geht das schon seit 3 Tagen und doch will er nicht aufgeben. Bertram weiß, dass er erledigt ist. Trotzdem verteidigt er sein Versteck so hartnäckig, dass wir keine andere Wahl haben, als ihn auszuhungern. Deshalb brauche ich Söldner. Euch kennt er nicht, vielleicht lässt er euch sogar rein. Es soll sich auch für euch lohnen, das verspreche ich. Problem ist einfach, das wird nicht ohne sein. Bertram hat meinem Schwager 2 Kühe und ein Kalb gestohlen. In nur einer Nacht hat seine Familie alles verloren. Kleine Problematik hierbei, wäre natürlich super, wenn ich den jetzt einfach angreife. Aber ich weiß nicht, wie stark der ist. Müsste halt eigentlich vorher speichern, aber ich gehe erstmal meinen Auftrag nach. Und da sieht man eigentlich schon das größte Problem im Vergleich zu Battle Brothers, dass Laufwege hier wirklich lang sind und so ein bisschen träge, finde ich. Klar, es wird sich ein bisschen verbessern mit der Zeit, weil du einfach schneller bist mit deinem Trupp. Ach, das sind die Ganoven, die wir gesucht haben. Immer wieder lauern Banditen am Straßenrand. Dann gibst du halt wirklich.
richtig. Gas ist das falsche Wort dafür. Es dauert halt einfach ewig manchmal, dass du dein Ziel erreichst und alles nur für eine Mission. Da hoffe ich, dass das in Zukunft noch ein bisschen mehr Tempo mit sich bringt. Danke, Big Cool, für ein Stufe 1 Sub. So, da ist eine Bärenfalle, kann übrigens der Feind auch auslösen. Das passt schon. Fehlt dann noch so eine Übersicht, dass du sehen kannst, wie weit der geht. Ach doch, nee, hier kann ich das sehen. Er kann also theoretisch bis zu meinem Typen ganz oben laufen. Ich hoffe mal, dass die KI einfach so dumm ist, dass sie versucht, ihn da unten anzugreifen. 30% Chance, dass ich meinen eigenen treffe, nicht passiert. Greif den nächsten an. Ach, verdammt, Hacke, du tust es nicht. Ach doch, du tust es eigentlich schon. Habe gerade ein YouTube-Video gesehen. Wie findest du das Game? Das habe ich am Ende des YouTube-Videos, glaube ich, sogar gesagt. Nur um kurz mal darauf hinzuweisen. Habe ich alle im Nahkampf verwickelt. Das Spiel ist halt ein Early Access Titel. Es ist alles spielbar. Es funktioniert mehr oder weniger. Natürlich, es muss Feintuning gemacht werden, aber die Entwickler sind ja nicht unbekannt. Das habe ich ja auch schon als Argumentation gehört. Es ist halt ein relativ hoher Preis, die 30 Euro. Für ein Spiel, was, sag ich mal, zurzeit so 60 bis 100 Stunden Content hat mit den Karten. Also wenn du wirklich alles machst, alle Orte besuchst, die unterschiedlichen Quests machst, die Story voranbringst, deine Leute ausbaust, wirst du so, also in der Beta-Phase sagen die Entwickler selbst, haben die Spieler in etwa 60 Stunden gebraucht und es ist ja noch nicht fertig. Es soll ja noch mehr kommen. Und es sind ja keine unbekannten Entwickler, sondern es sind ja die Entwickler, die vorher Northgard gemacht hat. Kurze Änderung: Northgard, das Spiel mit den, also das RTS-Spiel, wo man die einzelnen Gebiete erobert hat, so ein bisschen wie früher bei Z, wer es noch kennt, halt mit dem Wikinger-Setting. Haben wir damals auch mal hier vorgestellt, war nicht verkehrt. Moment, dann schalten wir den aus. Nimm das! Uah! Und das ist halt das neue Projekt von den Entwicklern. Und es ist halt jedem offen. Also man kann natürlich auch noch ein bisschen warten und schauen, wie das Early Access erstmal laufen wird. Und es tut mir leid, falls ich kein vollumfängliches Fazit gemacht habe im Angespielt-Video. Es ist dafür auch wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Zeit vergangen im Angespielt-Video, weil es nur ein kleiner Überblick ist, wie das Spiel so ist und was halt im Spiel integriert ist.
Deshalb kann das schon gut sein, dass ich da vielleicht nicht so umfangreich war mit der Aussage wie vorher. Aber man kann einfach gucken, wir haben vor, circa 4 Stunden heute zu spielen. Und ein bisschen tiefer ins Spiel reinzugehen und zu gucken, was alles noch hier so passiert. Jetzt gerade haben wir den Buff bekommen, dass wir jetzt mehr Schaden machen, weil wir halt so erfolgreich gekämpft haben. So. Und ja, der gelbe Punkt ist übrigens wirklich ein Bonuspunkt für Teamattacken. Also wenn ein Bogenschütze jemand tötet, bekommt er einen Punkt, um eine Spezialattacke zu machen und eine Spezialfähigkeit. So, was habt ihr denn dabei? Ihr habt ein bisschen Stoff dabei, ein bisschen Kronen. Plündern wir alles, die Leichen lassen wir da. Repariert, beschädigt die Rüstung und Schild mit eurem Rohmaterial mal 1. Also das ist von der Übersetzung her, ich brauche für jede Reparatur ein Rohmaterial. Gut, da ich noch was eingekauft hat und Ferrik bekommt seine erste Stufe. Ferrik kriegt auch die Verteidigungshaltung. Bitte, habt Erbarmen, meine Herren, habt Erbarmen mit uns. Wir wollten euch mit unserem Angriff nicht verletzen. Wir wollten euch nur Angst einjagen, damit ihr eure Kronen rausrückt. Bitte tut mir nicht weh, es war falsch und wir wussten es, aber Gosenberg verlangt so viel Wegezoll, dass wir keine andere Wahl hatten. Der einzige Ausweg war, Reisende zu berauben. Einen Passierschein geben oder eine Belohnung. Kann ich nicht machen. Ich habe kein Geld und habe auch keinen Passierschein A38, also muss ich dich leider erledigen. So, wir sind erschöpft. Wir müssen in der Nacht rasten. Leider hatten die kein Essen dabei. Wir kriegen übrigens den Sold für die Mission erst, wenn wir wieder in der Stadt sind. Da wird das hier oben angezeigt als erfüllte Aufträge 130. Und über Nacht können wir übrigens Sachen herstellen. Wie zum Beispiel Dietriche, um Türen zu öffnen. Oder Angelhaken, um zu angeln halt, wenn wir am Wasser stehen. Wir sollten auf jeden Fall Angelhaken schon mal mit herstellen. Obwohl ein Angelhaken bringt auch nur einen Fisch. Das bringt halt... Ach, wir lassen es erstmal. So, wenn man anfängt zu schlafen, muss man Essen zuteilen. Wo man gerade übrigens sieht, es bringt... Ach, verdammt, es bringt gar nicht so viel, dass ich übrigens den Verbrauch reduziert habe um 1, weil ich habe nur Essen, der 2 verbraucht. Also ich kann ein Brot nicht teilen. Man kann ein Brot nicht auf 2 teilen. Dein Trupp ist ausgeruht. Und zurück. Und ich sehe, da kommen Wildschweine. Und die Wildschweine greifen die Leute an. Kann ich euch helfen? Ihr da, wie wär's, wenn ihr euch bequemt, uns zu helfen? Wenn ihr nur herumlungern wollt, könnt ihr gleich verschwinden. Wir kommen auch ohne euch aus. Nein, wir wollen Wildschweine jagen gehen. Könnt auch die angreifen. Aber ich greife die Wildschweine an und damit ich, damit ich Ehre kriege. Ehre und Ruhm. Gibt es eigentlich Magie? Es gibt in der Form nicht unbedingt Magie. Also Magie bei den Charakteren nicht. Es gibt ein paar mystische Wesen zwischendurch, weil du hast ja auch Rattenplage, die du bekämpfen kannst mit deinen Leuten. So, der mit dem Schild kommt hier hin. Und ihr beide nach da oben. Aber im Moment ist das Setting zwar Mittelalter, aber eher ernst gemeint. Wobei Battle Brothers am Anfang auch schon ernster war. Da kam ja die also richtig starke mystischen und Fantasy-Einfluss hat ja Battle Brothers erst später bekommen mit DLCs.
Wildschweine sind zum Glück nicht so stark wie in Gothic. Man kann sie töten, sie sind schwächer eigentlich als menschliche Charaktere. Weil sie haben auch keine Rüstung. Namen Rob. Und ich will mich auch vernünftig hinstellen, dass ich... jetzt kein großes Problem bekomme mit den Schweinchen. Und auch nicht so viel Schaden. Da sollen ruhig die anderen mehr Schaden bekommen. Sehr schön. Also den ich helfe. Also dieses Reparatursystem ist echt ein bisschen lästig. Das kann ich auch schon mal vorneweg sagen. Also, dass du jedes Mal deine Ausrüstung reparieren musst, wenn du einmal gekämpft hast mit deinen Leuten. Wenn die halt nur mit der Rüstung so ein bisschen angeschlagen sind. Ist halt ein hoher Invest, wenn man darüber mal nachdenkt. Dass später, wenn du ein bisschen bessere Ausrüstung hast, sich dann ein bisschen relativiert. Das mit den Prozent übrigens sind übrigens sein Schild, wie viel Chance er hat, mit dem Schild Schaden zu blocken. So, du gehst hoch. Und machst ablenken, weil der Eber wird ja hoffentlich dich angreifen. Und nicht irgendwie um dich herum taktieren. Und der versucht jetzt durch zwei Typen von mir den anzugreifen. Okay, das hat ja gut funktioniert. Wahrscheinlich, wenn ich das mit meinem Schützen mache, treffe ich mich selbst. So, Schaden um 50% erhöht. Nein, ich will die Gegner nicht ziehen lassen. Ich weiß nicht, ob ich Loot von denen bekomme. Oder ob ich nur Ehre bekomme, weil ich geholfen habe. Ah, siehst du, ich kann mich plündern. Das bringt nämlich alles gut Futter. 16 Reißzähne zum Verkaufen, ein bisschen Fett. Die Kadaver sind ziemlich schwer. Nehmen wir aber auch alles mit. Jetzt fehlt mir schon Ausrüstung, da ich meine Sachen reparieren kann. Du verbesserst kritische Treffer um 2%. Jedes Mal, wenn du einen Gegner tötest, jedes Mal, wenn diese Einheit ihren Zug neben einem Verbündeten beendet, nein. Jedes Mal, wenn du neben einem Gegner beendest, ohne im Kampf verwickelt zu sein. Was ja eigentlich so das Handeln eines Weitläufers oder Schurken wäre. Dauert übrigens ein bisschen, bis der Kampf wirklich taktisch wird. Weil man halt erstmal lernen muss. Die Leute müssen erstmal leveln, um weitere Fähigkeiten freizuschalten. Oh, ich werde schon wieder von Eben angegriffen. Wenn man sich Jurassic World Evolution kaufen wollte, welchen Teil würdest du vorziehen?
Wenn du eine Story haben willst, Teil 1, dann sollst du Jurassic World Evolution 1 spielen, weil die Story einfach besser ist. Beziehungsweise besser integriert, aber 2 macht ein paar Sachen besser als 1. Hat halt mehr Dinos und wenn du Unterwasser-Dinos und Fledermaus-Dinos, Flugdinosaurier haben willst, kommst du an 2 nicht vorbei.